Grüß euch Leute, Servus und willkommen zu einer neuen Weinverkostung. Heute sind wir wieder in Niederösterreich im Weinbaugebiet Wagram beim Weingut Thierry. Das ist der Vulcano Barrique 2020 und den verkosten wir heute. So, in der Farbe hat er schon mal einen weißen Rand. Er ist transparent und ein helles Kirschrot. So, jetzt schauen wir die Viskosität an. Und ein bisschen. Bis die Schlieren kommen. Ja, die Viskosität bei diesem Wein ist mittel. Und jetzt kommt der Geruch. Also im Geruch hat dieser Wein in schöne Beerenmixaromen mit Kirsche, Sauerkirsche, Brombeer, Johannisbeer. Er ist leicht rauchig. Er hat eine schöne Kräuter, also ein bisschen Kräuterwürze hat er drinnen. Und jetzt probieren wir. Sehr interessant. Also, dieser Wein im Geschmack arbeitet die schönen Beerenmixaromen mit Kirsche, Sauerkirsche, Johannisbeer, Brombeer. Jetzt hat er im Geschmack also einen schönen Marmeladenton drinnen, was das wirklich rund macht. Dann hat er auch wieder die schöne Kräuterwürze drin, die den Wein ein bisschen frischer machen. Das Rauchige kommt schon leicht aus, so ein bisschen leichter Vanilleton ist dabei. Er hat einen mittelkräftigen Körper mit einer schön eingebundenen, aber noch saftigen Säure, mittlere Tannine, aber feinkörnige Tannine und einen langanhaltenden Abgang. Also leider diesen Wein von meinem Gutier, dem Vulcano Barrique 2020, müsst ihr unbedingt probieren. Mir schmeckt er total super und er ist ein harmonischer Wein mit sehr viel vielschichtigen Aromen, er ist vielschichtig. Und ich schätze halt einmal, dieser Wein wird ein Rotwein-Cuvée sein, aber ich kann es euch nicht genau sagen, welche Sorten. Also ich schätze, es könnte ein Zweigelt mit Blaufränkisch sein oder Zweigelt mit Cabernet Sauvignon sein, aber genauer kann ich es euch echt jetzt nicht sagen, wo es da für Sorten drin sind, aber ich bin mir halt sicher, dass es ein Cuvée ist. Wenn ihr es ja genauer wissen wollt, wo es da was für ein Cuvée ist, schreibt sie bitte Weingut Thierry an, der kann es euch genauso. Und ja, was kann man dazu essen? Also, den kann man gut an einem schönen, an einem gemütlichen Abend auf der Terrasse trinken mit guten Freunden. Oder man kann, was kann man dazu essen? Alles eigentlich, von hellem Fleisch, rosengebratenes Fleisch, einen guten Zwiebelrostbraten passt da gut dazu. Du kannst viel dazu essen zu den Wein, weil er ist echt wirklich sehr harmonisch und vielschichtig. Also Leute, wenn euch die Weinverkostung jetzt gefallen hat, vergesst mir mit bitte nicht das Plus wegzumachen, mir ein Like zu geben und ja, dann sieht man sich bei der nächsten Weinverkostung. Euer Manuel. Ciao, ciao.